Hallo Leute, willkommen zum wirklich ersten Part des Blockscape-Projektes. Der letzte Part, den werde ich einfach umbenennen, keine Ahnung wie genau, aber das wird einfach nicht der erste Part sein, weil da einfach zu viel schief gelaufen ist. Die Musik war viel zu laut, was ich auch erst gemerkt hatte, als das schon 3 Stunden hochgeladen hatte. Und besonders der Fail halt, dass das, die Aufnahme abgebrochen ist mittendrin und dass ich dadurch natürlich auch meine Map verloren habe. Also die Map war weg und die Hälfte der Aufnahme war auch weg. Und somit würde ich sagen, fangen wir hier direkt mal an im God-Modus. Ich kenne die genauen Unterschiede nicht wirklich, aber ich möchte eben fliegen können. Und ich habe mir nochmal so ein paar Gedanken darüber gemacht, was ich denn hier bauen könnte. Und es wird definitiv nicht so aussehen, wie es, in meinem Kopf aussah. Ich hatte eigentlich was anderes geplant. Aber, naja, das wird mir dann doch ein bisschen zu schwer. Und deswegen machen wir einfach jetzt hier oben das Ganze erstmal flach. Und versuchen dann da oben drauf einen relativ großen Turm zu bauen. So. Und ich habe mir natürlich auch schon ein paar Gedanken über Themen gemacht, worüber ich reden kann, weil dieses Spiel noch mehr als Minecraft darauf ausgelegt ist, wenn man davon ein Projekt macht, nicht über das Spiel zu reden, sondern eher über irgendwelche relevanten Themen, die einen jetzt gerade in irgendeiner Form beschäftigen. Und naja, das, was mich zurzeit relativ stark beschäftigt, ist das Thema, wie das denn so in Zukunft aussehen wird. Also jetzt nicht YouTube-bedingt, sondern im Allgemeinen der Fortschritt der Menschheit, so komisch es klingen mag. Ich habe mir da so ein paar Berichte durchgelesen und die versuchen jetzt sogar mittlerweile, Google versucht da irgendwas zu programmieren, Autos zu erstellen, die... Zu erstellen hört sich wieder so computermäßig an. Autos zu programmieren, zu basteln, die von alleine fahren. Also wo man selber als Mensch praktisch gar nichts mehr machen muss, wie bei... Wo waren das? Bei iRobot. Genau, bei iRobot hatte Will Smith auch so ein Auto, was von alleine gefahren ist. Und das wäre natürlich schon toll. Ich meine, da bräuchte man noch nicht mal wirklich einen Führerschein. Außer man möchte da jetzt irgendwie selber noch mitfahren. Also mitlenken sozusagen. Da gibt es dann natürlich auch eine Funktion für, falls man selber fahren oder das Steuer übernehmen muss. Kann ja sein, dass der Computer irgendwie fehlerhaft ist und da Scheiße baut. Ja, und das wäre dann, denke ich, auch meine Angst. Also wenn es irgendwann mal so was geben sollte, wo man dann wirklich sagen kann, okay, jetzt kommen bald Autos raus, da musst du nichts mehr machen. Der steuert sich komplett von alleine. Da hätte ich dann schon, also da wäre ich persönlich schon paranoid, was das Ganze angeht. Weil, naja, PCs machen Fehler, Programme machen Fehler, Menschen machen Fehler. Nur besonders dann auch die Gefahr, dass sich da irgendwer reinhackt. Klar gibt es dann da irgendwelche Schutzsoftwares und so, aber garantieren kann man nichts, weil was von Menschen geschaffen ist, kann auch von anderen Menschen wieder zerstört werden. Ist einfach so. Ich meine, wenn jetzt irgendeiner klug ist, um eine Software zu entwickeln, die irgendetwas schützt, gibt es mit Sicherheit auch einen, der klug genug ist, um die Software zu beseitigen, zu umgehen. Und das wäre dann halt meine Angst. Moment mal, nehmen wir das hier direkt mal und versuchen, den Turm zu erstellen. Jetzt ist die Frage, baue ich den Turm hier rein? Also bette ich den praktisch in den Berg rein oder packe ich den da oben drauf? Also ich glaube, ich mache das eher so, dass das Ganze eingebettet ist. Wird jetzt kein so großer Turm, aber ach, muss ja auch nicht. Wofür auch? Also in dem Spiel braucht man jetzt auch nicht so viel Platz. Kommt darauf an, was man bauen will. Und da das hier mein erstes Bauprojekt ist, ist es auch nicht so wichtig, was da genau gebaut wird und wie groß das Ganze ist. Oh, da trägt mich jetzt schon auf, dass das Ganze nicht viereckig ist. Uff, Moment. Dann... Ja, komm. Bauen wir das erstmal so. Dann nehme ich jetzt hier diese Teile... Und genau, entferne das direkt mal wieder, weil das ein bisschen komisch aussieht. Einmal rundherum. Obwohl, hier könnte dann am besten der Eingang hinkommen. Ich könnte halt eigentlich nur bis hierhin erweitern, oder? Dann baue ich da doch, komm. Dann baue ich da eine Stütze, damit das wenigstens ein bisschen dicker ist, das Haus. So. Ja, sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus von da unten, aber das kann ich ja später noch anpassen.
Dann hier noch. Genau, und jetzt diese... Nein! Diese komische Kurve. Hä? Wie ist denn das? Ah, okay. Ja, und da, das verstehe ich noch nicht ganz. Wie kann ich das am besten abflachen? Wie kann ich das machen, dass er zum Beispiel... Ja, dass hier eben perfekt aussieht. Ich verstehe es selber noch nicht ganz, wie man das am besten hinkriegt. Wenn ich das jetzt mache, dann fehlt da wieder was. Das ist auch doof. Und wenn ich so mache, was ist dann? Ach, ist alles doof. Da muss ich dann nochmal gucken. Wenn er da irgendwie welche Tipps hat, dann ruhig her mit der Videoantwort, Leute. Also wie man das am besten löst, da habe ich echt keine Ahnung von. Ich könnte rein theoretisch ja probieren, das Ganze... Moment, ein bisschen direkt als Berg abzuflachen. Dafür muss ich dann mal eben das andere wieder reinziehen. Man kann es auch schneller switchen, aber das weiß ich jetzt nicht genau wie. Da muss er nochmal genau in die Kommentare reingucken. Na, vielleicht ein Block oder so. Genau, und dann später erst den. Ist ja auch doof. Ist alles doof. Ah, genau. Genau. Ja, da haben wir doch. So sieht das Ganze doch relativ nett aus. Zack. Ja, so kann man das Ganze abflachen. Aber da gibt es mit Sicherheit noch andere Lösungen. Bin ich fest von überzeugt. Man kann ja so viel mittlerweile machen. Das heißt mittlerweile im Prinzip schon seit ja, Anfang der Beta. Ich meine, ist ja Anfang der Beta. Falls ihr jetzt irgendwie in der Zukunft das hier sehen solltet, Leute. Das hier ist die erste Beta-Phase. Und also falls es jetzt später irgendwelche Blöcke gibt, die, naja, das Ganze vereinfachen sollten, dann habe ich die noch nicht. Also in der Zukunft, also den zukünftigen, die zukünftige Version davon besitze ich noch nicht. So, weil das hat mich früher schon aufgeregt. Da schreiben irgendwelche Leute bei einem Minecraft-Alpha-Let's Play, warum benutzt du denn nicht den oder den Block? Und da denke ich mir, mein Gott, guck doch mal aufs Upload-Datum. Oder schau doch einfach mal nach oben. Da steht ja praktisch, was Sache ist. Aber nun gut. Manche Menschen passen halt nicht auf. Und, Moment, das da einfach mal reinziehen, dann so. Sieht das aus? Nee, irgendwie nicht. Ja, relativ dünn, schmal, aber ja, komm. Als anfänglicher Turm reicht das. Dann baue ich das Ganze jetzt am besten mit solchen dünnen Wänden hier nach oben, falls das denn geht. Ich muss das Ganze dann, glaube ich, das Ganze dann, glaube ich, hier stapeln. Oh, ups. Ich könnte auch rein theoretisch, damit das Ganze nicht zu steinig wirkt, den Boden aus Holz machen. Muss ich später mal gucken. Vielleicht wird das Ganze auch einfach komplett aus Stein gemacht. Das erinnert mich irgendwie alles an Gothic, mein Gott, von Piranha Bytes, das Spiel. Falls ihr es kennen solltet. Ich spiele zurzeit auch Risen 2 und ja, es erinnert schon stark an natürlich die alten Teile. Ist ja klar, ist ja im Prinzip auch eine Fortsetzung. Und Arcania, diese eine Fortsetzung von, ich habe sogar den Firmennamen vergessen, war ja ein Witz. Also das war echt selten so ein schlechtes RPG gesehen. Habe ich ja noch nicht mal zu Ende LP'd. Könnte natürlich auch daran liegen, dass mein Kanal damals gesperrt wurde. Aber okay. Schieben wir das einfach mal darauf, dass das Spiel schlecht war. Und ich glaube, warte mal, wenn ich das jetzt hier... Ich weiß gerade nicht, ob ich das wirklich so lasse. Ich könnte das Ganze auch normalerweise so machen. Genau, hier einfach ein bisschen heftiger, ja, wie nennt sich das? Ja, dass das Ganze nicht komplett rund ist, die Außenscheiße, sondern dass das hier mal wirklich so eine Art Turmform annimmt. Sieht das denn aus? Ja, ich könnte hier dann noch dieses Teil, glaube ich, ist das das? Ja, genau. Das da dran bauen. Hier dann, ja, genau.
Und das ist einfach bei anderen Spielen meistens gar nicht möglich. Ey, guckt euch das mal an. Das sieht doch... Das ist so toll. Und man könnte es jetzt rein theoretisch auch noch hier anpassen irgendwie. Nee. Geht das denn? Kann ich das hier irgendwie noch retten? So? Nee. Was kann ich denn da reinhauen? Ein Block vielleicht? Einfach ein Block. Oder? Ja, ich glaube schon. Ja, aber das sieht komisch aus. Das sieht echt komisch aus. Und wenn ich so mache, dann sieht es auch alles komisch aus. Ja, dann mache ich so. Ja. Mein Problem allerdings ist ja, dass ich ein relativ schlechtes Gedächtnis habe. Und ich vermutlich gar nicht mehr dann im Nachhinein weiß, wie ich das Ganze vorher gebaut habe. Und das ist dann natürlich ein enormer Nachteil. Ich meine, wenn ich jetzt hier links irgendwas baue, dann muss es rechts genauso aussehen. Andersrum würde es natürlich ein bisschen doof aussehen. So, ich glaube, ich habe hier die kleinen Ecken genommen. So. Hier dann das Abgeflachte. Na, ja. Genau. Falls euch da irgendwelche Fehler... Okay, hier habe ich vergessen, die Dingens reinzuhauen. Falls euch irgendwelche Fehler ins Gesicht springen sollten, könnt ihr natürlich gerne einen Kommentar diesbezüglich hinterlassen. Nur guckt am besten, dass ihr euch nicht 10-fach wiederholt, weil ja andere das vielleicht auch schon geschrieben haben. So, nee, ups, anderes Material. Genau. Kannst du es hier relativ okay abgeflacht. Könnte ich mal noch ein bisschen anpassen. Dazu auch wieder das andere Material nehmen, natürlich. So. Und dann mal gucken, was kann ich denn da... Boah, das wird Arbeit. Das wird Arbeit, Leute. Packen wir da erstmal ein paar Blöcke rein und dann vielleicht... Oh. Wieso kann er das denn da nicht reinpacken? Was ist denn los? Ja, Tofte. Dann mache ich einfach mal so. Sollte ja eigentlich auch gehen. Und das dann bis oben hin. Genau. Und dann mal gucken, wie ich das Ganze da oben fülle. Das muss ja auch irgendwie gehen. Ist ja im Prinzip das Ganze nur nochmal andersrum. Nein. Also irgendwie... Ich habe keine Ahnung, Leute. Wie soll ich Stadt machen? Mal, ich will kein Zelda-Zeichen machen. Was ist denn los? Ja, dann müssen wir hier später nochmal gucken, wie wir das Ganze anpassen. Tipps sind gerne gesehen. Das hier ist angepasst schon. Man könnte das Ganze sogar... Man könnte das Ganze sogar noch ein bisschen verschönern. Mein Gott, warum mache ich das überhaupt so? Warte mal. Ich kann das hier auch einfach entfernen. Dann passt es wenigstens. Wenn ich das jetzt hier entferne, dann ist das bei weitem schöner als vorher, würde ich sagen. Weil das war einfach vorher zu spitz. War einfach zu spitz. Wie kann ich das irgendwie ein bisschen schneller entfernen?